Wa'il ibn Hujr sagte, ich habe gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine beiden Daumen im Gebet bis zu den Ohrläppchen hob. Diese Überlieferung ist daif. Abgesehen davon heißt es aber nicht, dass er seinen Fingern die Ohrläppchen berührt hat. Für manche Geschwister, wenn sie Allahu Akbar sagen, berühren sie so mit den Ohren, mit den Daumen die Ohrenläppchen. Und wenn man sie fragt, warum macht ihr das, dann sagen sie, wir machen das, damit wir sicher sind, dass wir die Hände richtig hoch gehoben haben, die richtige Höhe. Tamam? Wenn man seine Hände richtig heben will, muss man nicht deswegen die Ohren streichen oder berühren, sondern es geht um eine ungefähre Abschätzung. Und ihr wisst auch, in anderen Überlieferungen heißt es bis zur Höhe der Schulter. Und manche Ulama haben gesagt, das ist sogar das Gleiche, weil es hier um eine ungefähre Beschreibung dessen geht.